Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine die Cat. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuesten Video, Black Sails, das Geisterschiff. Viel Spaß! Komm hoch! Ah! Dieser verdammte Sturm! Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Nicht schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex, ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Es war für uns beide anstrengend. Aber wir werden schon klarkommen. Das war wirklich etwas, das man nicht alle Tage erlebt. Konzentrieren wir uns darauf, wie wir von hier wegkommen. Eine gute Entscheidung. Tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Wohin warst du eigentlich unterwegs? Ich wollte zurück nach Europa, so wie du vermutlich auch. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Na schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. In der neuen Welt ist für mich kein Platz mehr. Wie meinst du das? Ich möchte eigentlich nicht darüber reden. Schon gut. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Tut mir leid, hab sie nicht gesehen. Was ist das hier für ein Schiff? Eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Nicht ganz neu, 10 oder 15 Jahre alt, würde ich schätzen. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ich bin rumgekommen.
Hab auch mal auf einem angeheuert. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Ganz richtig. Ein solches Schiff hat in diesen Gewässern eigentlich nichts verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ein guter Kapitän zeigt nicht offen, was er besitzt. Man muss hinter die Kulissen schauen. Reden wir später weiter. Verschlossen. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Lajes do Pico. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. Und schon hat die Schublade einen Griff. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Den Zettel nehme ich mit. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich soll mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Den Zettel nehme ich mit. Die Schublade ist verschlossen. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Den Zettel nehme ich mit. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Steward und Koch Boy W. Head. Passagiere, Dr. Eduardo Juarez, plus eins. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Jede Menge dicker Wälzer. Jede Menge dicker Wälzer. Jede Menge dicker Wälzer. Allerhand Schmöker. Ein Romantiker? Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Wenn ich die Blätter überall... Jetzt sind nur noch drei Zahlen übrig. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. Hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Bye.
Ein seltsames Amulett. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Mein Stern, dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Das Seil führt hinter die Wand. Das würde gehen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Dann probiere ich das mal aus. Wie hast du das angestellt? Lass mal sehen. Der Fuchs hat sich eine geheime Kammer gezimmert. Und dahinter ist... Was ist das eigentlich? Vielleicht lässt sich hier etwas finden, um die Tür aufzubekommen. Die Rohre führen in den Boden hinein, vermutlich in den Laderaum. Was zur Hölle haben die da unten reingebaut? Vielleicht sollten wir den Kerlen gar nicht erst über den Weg laufen. Bist du immer so negativ? Du machst dir anscheinend keine Vorstellung davon, zu was eine Mannschaft alles fähig sein kann, die solche Geheimnisse versteckt. Vor allem, wenn man in diesen Geheimnissen herumschnüffelt. Eine Wäscheleine kann man für vieles benutzen. Die Harpune ist ganz schön schwer. Jetzt habe ich eine Art Anker. Macht es dir nichts aus, in anderer Leute Eigentum rumzustöbern? Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Die Tür ist verschlossen. Der Anker ist an der Tür befestigt. Sag mal, was machst du da überhaupt? Ich versuche, hier rauszukommen. Interessanter Versuch. Seefahrt schlägt dir wohl auf den Magen. Wart's nur ab. Oh. Hättest du mir einfach geholfen, das Schloss aufzubrechen, wäre das erheblich schneller gegangen. Geschafft. Die Tür ist offen. Suchen wir den Kapitän. Moment noch. Was ist denn? Ich habe das Logbuch noch nicht ganz gelesen. Und hier liegen noch einige Papiere rum. Du meinst, du hast noch nicht genug Beute gemacht? Ist das vielleicht dein Problem? Mir reicht's. Ich gehe. Das tust du nicht. Du bleibst hier. Lass mich los! Ah! Vorsicht! Lex! Ah! Das wollte ich nicht. Ich kann nicht atmen. Meine Rippen. Ich glaube, es sind welche gebrochen. Du blutest. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Du brauchst dringend Hilfe. Ja. Jetzt wäre es wohl wirklich an der Zeit, den Kapitän zu suchen. Ich... Oh mein Gott, Lex. Bleib bei mir. Nicht einschlafen. Ich glaube, mich hat es wirklich schlimm erwischt. Vielleicht gehe ich drauf. So schlimm ist es schon nicht. Ich werde dir helfen. Die Kisten. Du musst sie irgendwie von mir runterbekommen. Gut, vielleicht kann ich sie ja einfach runterheben. Ach, beeil dich, verdammt! Schlaf nicht ein. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich werde mich bemühen. Au! Oh, verdammt, was machst du da?
entschuldige. Ich wollte die Kisten anheben, aber sie sind zu schwer für mich. Ach, und der Versuch, sie von mir runterzuschieben, war nicht sehr hilfreich, verdammt. Verdammt nochmal. Vielleicht kannst du sie irgendwie leichter machen. Ich habe den Verschluss geöffnet. Es ist eine Menge Pfeffer auf den Boden gerieselt. Du hast es geschafft. Oder aber auch Zeit. Ich glaube, ich habe mir nichts gebrochen. Dein Bein, es blutet. Wir müssen unbedingt die Blutung stoppen. Warte. Wir sollten die Wunde desinfizieren, bevor wir sie verbinden. Ich werde mich mal nach Desinfektionsmittel und Verbandszeug umschauen. Hallo? Ist da jemand? Vielleicht schlafen schon alle. Anna, hörst du mich? Ja, ich bin hier. Hast du schon jemanden gesehen? Nein, ich habe doch noch kaum einen Schritt aus der Kapitänskajüte gemacht. Außerdem sieht es hier nicht gerade gesellig aus. Hier können die Gaskartuschen eingesetzt werden, um die Lampen mit. Das nehme ich mal mit. Und? Was hast du entdeckt? Da draußen ist es stockfinster. Ich muss irgendwie für Licht sorgen. Und die Besatzung? Irgendjemand in der Nähe? Zumindest nicht auf diesem Deck. Wie geht es deiner Verletzung? Ich fühle mich schwach. Das Blut läuft immer noch. Warte, ich nehme einfach die Decke von da hinten oder einen Lumpen von der Wäscheleine. Oh, Igitt, so eilig ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht findest du Stoff, der etwas sauberer ist. Oder richtiges Verbandszeug. Na gut, ich suche noch ein wenig. Aber bevor du die Besinnung verlierst, wirst du mit schmutzigem Stoff Vorlieb nehmen müssen. Du findest sicher gutes Verbandsmaterial. Und zur Not wäre ich auch mit deiner Bluse einverstanden. Wie charmant. Das defekte Teil muss weg. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. So müsste es funktionieren. Was machst du da? Du bringst uns doch beide um. Ich weiß es auch nicht. Die Maschine ist einfach angesprungen. Maschine? Das hört sich für mich eher an wie der Atem einer Bestie. Irgendwo tief im Schiffsbauch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass so etwas passieren würde. Naja, bis auf dieses neue Geräusch hat sich nichts getan. Immerhin. Zwei sinkende Schiffe wären auch zu viel für mich an einem Tag. Die volle Kartusche ist bestimmt hilfreich. Jetzt müssten die Leitungen mit Gas versorgt werden und das Licht wieder strahlen. Ich kann nichts sehen. Alles ist schwarz wie die Nacht. Ich fühle mich beobachtet. Dabei sieht hier alles so verlassen aus. Ich bilde mir das bestimmt nur ein.